Ankunft in Hurghada in Ägypten. Von hier aus geht es direkt zur Soma Bay, um mit einem Bodypainting-Testshooting unter Wasser zu starten. Und, guten Flug gehabt? Bodyart-Designerin Melanie Rodel, Unterwassermodell Ramona Schlössinger und Fotograf Jochen Frenzer bereiten sich dabei gemeinsam auf einen Unterwasserfotokontest im nächsten Jahr vor. Dafür müssen die Bodypainting-Farben natürlich halten. Die Location-Wahl fiel auf Soma Bay. Im Hotel The Breakers können die Künstler in wunderschöner Kulisse ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit der Orca-Tauchbasis vor Ort sind die Unterwassershooting-Spots also nur einen Katzensprung entfernt. Ein Rundum-Sorglos-Paket also, um beste Ergebnisse zu erzielen. Das erste Kostüm hängt schon bereit und Bodyart-Designerin Melanie erklärt, was es damit auf sich hat. Ist angelehnt Renaissance. Wie jeder weiß, ich liebe Swarovski-Steine, ich liebe Glitzer über alles. So ein bisschen eine mystische, eine andere Art von Medusa geben. Wir haben auch noch das Kopfteil, das man anmachen kann. Und jetzt kommt das Modell mit 20 Minuten Verspätung. Tipptopp! Die Farben für das Unterwassershooting sind teilweise selbst gemixt und auf alkoholischer Basis. Der hohe Salzgehalt im Wasser würde die Haltbarkeit sonst sofort vernichten. Mit einer Airbrush-Technik wird zuerst die Grundfarbe auf die Haut gesprüht. Danach geht es an die Feinarbeit. Spitze als Musterschablon, Glitzer und Fixierspray. Dann ziehen Modell und Bodypainterin nach drinnen um, nicht ohne Grund. Es windet sehr stark, aber einfach gerade genug, dass es mir die Farbe wegträgt. Und deswegen sind wir jetzt wieder hier. So kommen wir eigentlich auch ein bisschen vorwärts. Dann sind wir morgen noch dran. Weiter geht's. Es wird gesprüht und gemalt. Stunden später ist das erste Werk vollbracht und zieht natürlich sofort Aufmerksamkeit auf sich. Jeder will ein Foto mit der weißen Medusa. Dann wird es ernst. Model Ramona muss fürs Shooting abtauchen. Die Farben scheinen ganz gut zu halten. Noch lange nicht optimal, aber die Richtung stimmt. Abends ist Fotograf Jochen zumindest erstmal zufrieden. Der nächste Tag beginnt wieder früh und ein neues Kostüm mit neuem Bodypainting-Kunstwerk entsteht. Und wieder muss alles im Wasser getestet werden. Model Ramona wird dabei immer von Shady begleitet, der sie nicht nur an die richtige Position unter Wasser bringt, sondern ihr auch immer Luft gibt. Es entstehen zwar super Bilder, aber das viel höhere Salzgehalt im Roten Meer setzt der Farbe doch sichtlich zu. Neuer Tag, neues Glück. Heute gibt es eine Art Dankeschön-Logo-Painting für das Hotel. Also wird das The Breakers auf Ramonas Haut gezaubert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Was so wunderschön aussieht, ist dennoch harte Arbeit. Viel zu früh um 6 Uhr angefangen. Das heißt, die Finger sind dann auch ein bisschen langsam noch. Das dauert dann immer ein bisschen länger, und bis man dann alles so im Kopf parat hat. Normalerweise für sowas habe ich vielleicht 3/4 Stunden, heute haben wir eine Stunde. Nur 15.
Das Breakers hat viele Besonderheiten, wie Ramona im Interview erfährt. Hallo Anush. Hallo Anush, wir sind sehr glücklich, hier im Breakers unsere Test-Fotoshootings machen zu können. Wir haben hier eine wundervolle Zeit, fantastisches Essen und tolle Fotoshootings. Was kannst du mir noch über das Breakers Hotel erzählen? Hi, ich bin Anush und stellvertretende Leiterin im The Breakers. Es ist mir wirklich eine Freude, euch alle zu treffen und vor allem dich insbesondere. Ich erinnere mich daran, dass du im Januar 2014 für den C-Star Discovery Model Contest hier warst. Also, willkommen zu Hause. Und genau das ist auch der Slogan für alle unsere Gäste. Ägypten ist ein so wunderschönes Land mit 12 sonnigen Monaten im Jahr. Unser Hotel ist ein Wassersporthotel. Unser Hauptfokus liegt dabei beim Tauchen und Kitesurfen. Wir haben viele Gäste, die immer wieder zu uns kommen. Mehr als 30-40% unserer Gäste waren schon einmal hier. Wir sind natürlich mehr als glücklich, sie alle wieder hier zu haben und freuen uns darauf, immer mehr Gäste begrüßen zu dürfen. Danke natürlich auch für dein Kompliment am Anfang, denn ja, unser Essen ist eines der Highlights des Hotels. Wir kochen täglich frisches, außergewöhnliches Essen. Heute Abend lade ich zur afrikanischen Nacht ein. Heute Nacht ist also unser Willkommen in Afrika, Willkommen in Ägypten Abend. Es wird ein Nachtdinner mit Akrobaten und ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Wir haben eine kleine Überraschung für dich, das Logo des Breakers Hotel als Bodypainting auf meinem Rücken. Das ist wirklich toll, danke dafür. Danke, dass du unser Logo auf deinem Rücken trägst, eines der hübschen Mädchen der C-Star Discovery. Wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich das Foto für unsere Veröffentlichung benutzen und ich werde es natürlich in meinem Büro haben. Vielen Dank. Natürlich soll es auch für den Orca Dive Club ein Logo-Painting geben. Leider muss schon auf dem Boot unterwegs zum Tauchspot nachgemalt werden, weil die Farbe nicht richtig gehalten hat. Aber Melanie vertritt das Motto, wenn es mal nicht so läuft, schmeiß einfach Glitzer drauf. Das merkt auch Ramona. Ihr habt bald alle Glitzer, Füße aber. Shady bringt Ramona wieder sicher in Position und das Shooting beginnt. Das letzte Painting für heute ist wirklich spektakulär und alle hoffen, dass es diesmal optimal hält. Wie das Shooting bei diesem Versuch läuft, seht ihr im zweiten Teil der Bodypainting-Unterwassershooting-Reihe. Für die letzten 10 Mädels der C-Star Discovery geht es heute zum Halbfinale nach Ägypten. Mit gepackten Sachen stehen die Mädchen am Flughafen und sind schon ziemlich gespannt, was auf sie zukommen wird. Ja, wir sind ganz schön aufgeregt. Jetzt geht's bald los. Wir stehen jetzt hier schon an der Schlange. Ja, mal schauen, was draus wird aus unserem Abenteuer.